Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Darf ich Sie ganz kurz was fragen? Wir machen hier eine kleine journalistische Umfrage für unseren Sender DMTV. Und eine Frage, weil hier man munkelt, dass der 2CB-Hype hier auf der Wiesn ziemlich krass ist. Können Sie was dazu sagen? Willkommen zum zweiten Oktoberfest-Video von diesem Jahr und dem möglicherweise dümmsten Video dieses Kabals. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass es eine brillante Videoidee ist, Leute auf dem Oktoberfest zu fragen, was sie vom 2CB-Hype halten. Entscheidet selbst, ob das Video mehr dumm oder brillant ist. Falls ihr euch jetzt fragt, hä, was für ein 2CB-Hype, dann zieht euch einfach mal die Tweets von Elon Musk zu dem Thema rein und fragt eure Eltern über den Hype, die wissen auch Bescheid. Filmt aber definitiv ihre Antwort und schickt sie mir. Findest du, dass der 2CB-Hype gerechtfertigt ist? Der was für ein Hype? Der 2CB-Hype. Was ist CB? Der 2CB, das ist so eine Droge, die ist so eine Mischung aus ein bisschen so, sagen viele, Ecstasy und LSD so. So ein bisschen psychedelisch. Habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Okay. Hättest du Interesse, sowas zu probieren? Eher nicht, nee. Ah, okay, eher nicht. Würdest du sagen, dass der Hype von 2CB gerechtfertigt ist? Schwierig. Ich sag mal, es ist allgemein ein schwieriges Thema. Ja. Ich sag mal, allgemein klar, es wird immer geredet, ja, 2CB gefährlich. Aber ich sehe es allgemein, es ist nichts gefährlich. Wegen Alkohol. Ja. Das ist auch eine Droge. Ja. Und das ist eben das Problem. Wir sehen es auch nicht als Droge. Ja. Alle Drogen sind Drogen, könnte man fast sagen. Das können wir schauen. Ja. Okay, dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch und wünsche dir noch eine schöne Zeit auf dem Oktoberfest. Es wird immer besser von der Zeit, weil die Leute... Ja, ich finde es schwierig. Also ja. Es ist alles... Man Man darf da die Aussagen, ja, es ist schwierig. Die Aussagen, ja. Ich habe die Hälfte nicht verstanden. Also, hat man da irgendwas verstanden, was der gesagt hat? Ja. Kennt ihr 2CB? Ja. Was sagt ihr zu dem Hype, den es jetzt um 2CB gibt? Also ich finde Pilze besser eigentlich. 2CB hat im Moment so einen Hype, weil 2CB ist so eine neue Partydroge. Weil Psychedelika nimmt man eigentlich nicht auf Partys. So, wenn du LSD oder Pilze auf Partys nimmst, dann wirst du wahrscheinlich einen Bad Trip bekommen. Aber bei 2CB, da 2CB einfach nicht so stark ist, nehmen es viele junge Leute, weil die wissen, die werden eigentlich eine gute Erfahrung haben, auch wenn sie es auf einer Party mit sehr, sehr vielen Menschen nehmen. Da müssen die kein Ecstasy oder kein Koks nehmen oder sonst was, was einfach nur dumm ist. Mhm. Und kein Kater von 2CB oder auf jeden Fall einen weitaus angenehmeren Kater. Aber mein Tipp, bleibt einfach bei Alkohol, das ist immer noch das Beste. Auch wenn es euren Körper ziemlich schädigt, ist immer noch gut. Okay. Dein Oktoberfest-Video von 3 Jahren, das war echt wild. Ja, das ist ein Foto. 2CB! 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 Schau, da ist er, der 2CB-Hype! Das war der Beweis, der existiert! Wir fressen 2CB mit Müsli! Findet ihr, dass der 2CB-Hype gerechtfertigt ist? Der was? Nein. Der 2CB-Hype nicht? Nein. Warum nicht? Ich finde es einfach unfair, weil ich der Meinung bin, dass es viel zu gering ist. Es sollte höher sein. Mehr 2CB? Ja. Was sagt ihr zum 2CB-Hype? Findet ihr, dass der gerechtfertigt ist, der 2CB-Hype? Hast du irgendeine Ahnung, was das ist? Ich glaube, der Hype ist an uns vorbeigegangen. Hast du schon von dem 2CB-Hype gehört? Könntest du dir vorstellen, das mal zu nehmen? Nee. 2CB. Es ist ein Psychedelika. Manche beschreiben es so als Mischung aus MDMA und LSD. Ich werde es ausprobieren. Ja! Ausprobieren! Sehr gut. Lass dir bitte das hier schmecken. 2CB! 2CB! Findet ihr, dass der 2CB-Hype gerechtfertigt ist? Die Droge 2CB, habt ihr da von dem Hype mitbekommen? Kennt ihr 2CB? Habt ihr schon mal gehört? Namen, aber ich weiß nicht, was es ist. Ah, okay, das ist so eine Mischung aus Ecstasy und LSD, so sagt man so ein bisschen so. Hört sich das nach was Spaßigen an, was du mal probieren würdest, wenn du die Gelegenheit hättest? 2G what? 2CB? Have you heard of it? No. Oh, it's a very nice substance. People describe it like it's a mixture between MDMA and LSD.
Have you tried that? No. Okay, I can recommend it. I could give you one pill. No, thank you. Oh, you can also take it later when you're sobering no, up thank or something. You. No, okay, no, no. So you prefer beer? Yeah, yeah. Habt ihr schon von dem 2CB-Hype gehört, der hier über der Wiesn schlummert? Nee. Nee, okay, also 2CB kann ich sehr empfehlen, wenn es euch mal über den Weg kommt. Ist ein Psychedelika, eine Mischung aus MDMA und LSD. Okay. So ein Scheiß nehme ich nicht. Ja, wieso? Scheiße? Hast du schon mal ausprobiert? Alles Bewusstseinsverändere und Co. Machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich kenne nichts sprechen Deutsch. Ah, okay. Are you in the opinion that the 2CB-Hype is right? I don't know. 2CB! 2CB! Ja. Ich weiß auch nicht.